Gib mir Gas, Mann, das ist nicht so laut. Der will Gas, Digga. Gib mir Gas. Ach, warte, ich muss sie erst anmachen. Mach mal an, das Kind links von dir. Alter, die Fehlzündung. Okay. Warte mal, fahr mal näher an mich. Der Wink scheint mir. Jetzt soll's passen. Okay, soll ich vorfahren oder du? Ja, fahr du vor. Ich habe zwar Angst hinter dir zu fahren wegen deiner Sozius-Abdeckung, aber egal. Weißt du, was ich mir einrede? Als sie das kurze Heck umgebaut haben, dass sie dafür praktisch die Sozius-Abdeckung abnehmen mussten und dann nicht mehr gescheit einrasten haben lassen. Ja, wahrscheinlich. Aber das hättest du eigentlich gemerkt. Ich meine, wir haben ja da öfter schon dran rumgeruckelt. So, weißt du, wie ich meine? Also. Vor allem bin ich 2000 Kilometer gefahren, ohne dass sie runtergefahren ist. Warum fällt sie dann plötzlich runter? Ja, ich denke eher, dass sich da einfach irgendwas abvibriert hat durch die Vibrationen. Und also wahrscheinlich war da schon irgendein Teil so oder so beschädigt. Und durch die Vibrationen hat sich das einfach abvibriert. Ich meine, es ist ja bei Kennzeichen genau das Gleiche. Ich weiß nicht, wie du dich da so auskennst, aber... Mir ist mal bei 260 mein Kennzeichen flöten gegangen. Ich habe es nicht mehr gefunden. Ja, ich hatte das nämlich bei meiner CBR damals. Da waren... Ja. Schon wieder ein Haar. Ja, ich muss runterschlucken, egal. Bei meiner CBR war das auch so, da war das Kennzeichen auch mit 3 Schrauben festgemacht, aber da waren keine Gummidichtungen hinten dran. Das heißt, das war Schraube, also Schraube, Kennzeichen und dann Metall. Ah, ungünstig, ungünstig. Und auf jeden Fall durch die Vibrationen von dem Motorrad und dadurch, dass da kein Dämpfer drinnen war, in Form von Gummi oder sonst irgendwas, hat es das Kennzeichen erstmal gebrochen, leicht durch Vibrationen und dann durch weitere Vibrationen hat sich das einfach, irgendwann hat sich dieser Bruch, dieser Riss immer weiter ausgeweitet, bis es dann nur noch ein halbes Kennzeichen war. Ja, das habe ich auch noch nicht gehört. Also bei mir war es so, dass das Kennzeichen abgerissen ist. Halt da, wo die Schrauben dran waren, ist es abgerissen. Und ich habe dann ein neues dran gemacht. Es hat dann wieder so komisch gewackelt. Dann hatte ich so Schiss, dass ich eine Spanplatte genommen habe, die ich hingemacht habe. Und auf die Spanplatte habe ich mein Kennzeichen draufgehauen. Ja, super, Alter. Hat mega beschissen ausgeschaut. Also funktioniert. Ja, wenigstens das. Zum Vorfilter? Ja, komm. Ja, filter mal. Ich will jetzt mal ein Wheelie sehen. Ja, hau raus, aber warte. Lass mich auf die andere Seite. Ja, okay. Was war das denn, Digga? Es ist so schlimm, Mann. Schau, guck mal, Wheelie kommt auf, was? Ja, aber. Ja? Digga, sie war oben! Na, jetzt nicht mehr. Das ist mega komisch. Entweder ich habe den Kupplungs-, den Schreibpunkt noch nicht da drin oder es funktioniert einfach nicht. Das kann ich mir da nicht vorstellen. Erklär mal kurz, für die Leute, die zuschauen, erklär mal kurz, was das Problem ist. Vielleicht kann dir ja einer da helfen. Vielleicht kennt sich ja da einer aus. Okay, an alle Techniker. An alle italienischen Techniker. Mario und Luigi suchen wir. Nee, tatsächlich ist es so. Also ich fahre Wheelies. Bei meiner Doppel-R bin ich Wheelies gefahren im zweiten Gang. Ich gehe mal in den zweiten Gang. So. Ich habe im zweiten Gang natürlich Traktionskontrolle und alles ausgemacht. Das mache ich jetzt auch mal. Wie ihr seht, ATC, ABC deaktiviert. Und ich konnte bei meiner Doppel-R, wenn ich 60, 70, ich gehe mal auf Delta, den Fahrzeug, kam sie hoch. Das Einzige, was hier passiert ist, ist nichts passiert. Das ist ein bisschen traurig. Seht ihr? Nichts. Das Einzige, was ist, es kommt Gas und das war's. Mit Power funktioniert aus irgendeinem Grund gehen keine Kupplungs-Wheelies. Meine Frage ist, habe ich zu wenig Drehzahl oder woran es liegt? Ich bin da vorne noch nie V4 gefahren. Ich kenne nur den 4-Zylinder und beim reinen 4-Zylinder funktioniert mit der Kupplung zweiter Gang easy, wenn alles aus ist. Hier funktioniert es nicht. Okay, ich hoffe, irgendwer weiß da eine Antwort, weil dich nervt das Thema ja übel. Digga, mich nervt das wie nochmal was. Ich hab noch alte Firmware drauf, 102, soweit ich keinen Scheiße zähle. Und ich glaube, aktuell ist 104, vielleicht sogar schon höher. Und ich hoffe, dass es vielleicht mit der Software ein bisschen was ändert. Ich habe gehört, dass die V4 die 2022er, 2021er Euro 5 vor allem im zweiten und im ersten Gang Leistungslöcher haben und erst Leistung im dritten Gang haben. So, jetzt sagt natürlich alles schlau und ja, dann macht er bald den dritten Gang. Ja, mein Lenk, Freunde, habe ich gemacht. Hat ihn noch so nicht funktioniert. Also, das ist ein bisschen nervig, ja. Ja, hoffen wir mal, dass eine Antwort kommt. Oh, das war jetzt hoch, der erste Gang war nicht gut. Aber kommt sie dir im ersten, wenn du Vollgas gibst, kommt sie dir ordentlich hoch? Ah, Digga, sie kommt mir richtig hoch, weil ich kann immer zwei. Ja. Wenn wir gleich mal kurz gerade haben, ohne Moped vor, zeige ich dir den zweiten Gang, okay? Also ich habe es mal auf dem Video gemacht, ich weiß nicht, ob man sieht, im ersten Gang hochpullen mit dem Power Wheelie. Das funktioniert gut. Einzigster Nachteil ist, ich komme vom Kupplungswheelie und ich bin auch kein Fan von Power Wheelies, weil ein Kupplungswheelie meiner Meinung nach viel komplizierter ist. Ja, ist es auch. Und ich stehe einfach nicht auf Power Wheelies. Also klar, mache ich manchmal, geht auch mal, aber Kupplungswheelie ist, ja, bin ich mal gespannt tatsächlich, weil es echt ein nerviges Thema ist mittlerweile. Ja, du willst halt unbedingt Wheelies fahren und da ist ja auch nichts gegen einzuwenden. Nein, das Ding ist auch, ich finde Wheelies gehören zum Mopedfahren dazu. Klar, man kann jetzt sagen, okay, es ist dumm, macht man nicht auf der öffentlichen Straße und da gebe ich vielen Leuten recht, aber das Ding ist, Leute, wir kaufen uns doch keine tausende Motorräder,
damit wir uns an alles halten, was da ist. Und jeder, der da ernsthaft sagt, ja, das tun wir, Digga, der lügt für mich. Sorry. Also gar nicht großkotzig, gar nicht Brollo-mäßig, aber wir kaufen uns diese Motorräder, um Spaß zu haben. Ich gebe doch nicht 20.000 Euro aus und fahre dann, wie ich mit dem Roller auffahren kann. Und man muss auch sagen, ganz ehrlich, jeder definiert Spaß für sich anders. So, für den einen ist es halt einfach Spaß, wirklich einfach nur mit 50 durch die Stadt zu fahren und mit 100 auf der Landstraße und auf der Autobahn mit maximal 120 und mehr auch nicht. So, und der andere definiert halt Spaß für sich, dass er gelegentlich einfach mal einen Wheelie poppt und einfach mal ein bisschen in der Gegend rumrutscht mit blockiertem Hinterreifen. So. Ist ja auch völlig okay. Ich weiß nicht, ich glaube, jeder kennt es oder jeder Motorradfahrer kennt es. Man fährt, du fängst an zu fahren. Wenn du anfängst, fahrst du immer, ich weiß nicht, 120 am Anfang mit der 125. Oh, der war schnell. Ja, ja, ja. Genau, mittlerweile 120 ist halt nicht mehr schnell. Man arbeitet sich hoch und es ist auch okay so. Ja. Manche bleiben halt bei dem 120 Maximum. Das ist okay. Jeder soll es machen, wie er will. Genau, das ist genau das. Jeder soll machen, wie er will. Leben und leben lassen und fertig. Solange keine anderen Leute gefährdet werden. Weil so, wenn ich mein eigenes Leben gefährde, ist es meine Entscheidung. Solange ich mit meinen Aktionen das nicht das Leben anderer gefährde, ist doch alles in Ordnung. Und wenn ich jetzt in der Innenstadt einen Wheelie mache, nicht Innenstadt, sondern zum Beispiel auf der Hauptstraße oder so einen Wheelie mache, da sind nur Autos um mich rum. Und ich mache die Wheelies ja auch nicht schnell. Ich bin nicht schnell. Wenn ich mit der MT-07 Wheelies mache, sind das keine hohen Geschwindigkeiten. Da gefährde ich nicht das Leben anderer. Eventuell könnte man argumentieren, ich gefährde zumindest das Eigentum anderer. Aber ich bin gut versichert. Bist du anyways? Und man muss ja auch sagen, 60er Wheelies sind sehr, sehr schnell runterzuholen. Klar, du bist oben im Vorderrad, ja. Du bremst ein bisschen langsamer, aber das unterschätzen ein paar Leute wahrscheinlich. Wheelies kann man relativ schnell runterholen. Du gehst halt dafür das Risiko ein, dass, da muss man leider sagen, die Eier klatschen, ne? Ja. Und das schallert richtig. Und natürlich auch für Gabelbrücken. Also mechanisch, technisch brauchen wir nicht drüber reden, dass es Bullshit ist und dumm ist, Wheelies zu fahren. Ist es. Wer spart, der fährt am besten keine Wheelies. Richtig. Das ist auch, ich merke das auch teilweise in den Kommentaren und teilweise auch in Direktnachrichten auf Insta. Manche Leute schreiben halt, ja, Wheelies fahren und so feiere ich gar nicht. Du bist ein schlechtes Vorbild und bla bla bla. Aber meistens sind es dann auch Leute, die entweder noch gar kein Motorrad fahren und wenn doch, keine Wheelies können. Ich hab's mal kurz ein bisschen gefühlt. Ja, wenn du mal auf die Landstraße kommst, ne? Ja. Oh, Digga, jetzt kommt eine meiner Lieblingsstrecken hier. Mmh. Oh, jetzt wird geknallt, oder wie? Ich werd's gleich richtig fühlen. Okay, dann fühl mal. Stimmt irgendwas mit der V4 nicht, weil wenn ich im zweiten oder dritten Gang bin und dann eigentlich Gas gibt, dann lässt sie mir kein Gas geben. Aber das ist dann irgendein Softwareproblem bei dir, weil du hast auch elektronisches Gas. Ja, es muss halt eine neue Software drauf, ich sag's wie es ist. Das sind so weniger. Vor allem, ich weiß ja, wie das aussieht, wenn man einen Wheelie versucht und das funktioniert nicht. Das ist eine der peinlichsten Situationen hier. Ja, absolut. Oh, Digga, ich fühle die R1 mittlerweile so krass. Du fährst halt zu wenig richtige Landstraße. Du musst halt du machst zu viele Videos und Co. Da kommt man gar nicht mehr zum richtigen Fahren. Ja, das war auch echt lange das Problem. Aber jetzt, seitdem ich sie öfter auf der Landstraße fahre, weiß ich sie viel mehr zu schätzen. Verstehe ich. Es ist ja ein geiles Bike, anyways. Alle Tausender mittlerweile sind geile Bikes. Ja, absolut. Aber ich habe irgendein Problem mit dem Fahrwerk. Ich weiß nicht wieso, aber die fängt so an zu wackeln teilweise und dann kommt die da ewig nicht mehr raus. Ich muss das Fahrwerk mal einstellen lassen. Die wackelt ewig weiter? Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel, pass auf, ich fahr mal schnell vorbei an dir, wenn ich jetzt über ein Schlagloch fahre, vor allem in der Kurve, dann macht die länger einfach so und die kommt da nicht mehr raus. Lenkungsdämpfer? Nee, der ist es nicht, der ist in Ordnung. Das ist hinten, nicht die Front, sondern hinten wackelt sie. Okay, es ist richtig komisch. Ja, ich muss einfach das Fahrwerk mal einstellen lassen, weil ich war letztens am Sudelfeld. Digga, du kannst dir nicht vorstellen,
Wie erkläre ich das jetzt am besten? Da ich bin, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ich bin Niederaudorf, bin ich hochgefahren. Und kleine Straße, die so eng ist. Ja, ja, genau. Alter, auf dieser Strecke sind so fucking viele Schlaglöcher, das ist nicht mehr lustig. Und ich habe das aber nicht gewusst. Und ich bin da lang geballert, Alter, wie Sau. Und ich habe mir an dem Tag, glaube ich, 5-mal die Hoden aufgeschlagen. Da schießt doch keiner, seid ihr ganz ehrlich. Jeder, der von da ist, schießt da nicht, weil es ultra gefährlich ist da. Ja, ja, ja. Vertraust du deinen Reifen? Ja, eigentlich schon. Okay. Du deine? Ja, ja, ich voll. Ich hab ja die Metzler M7 RR drauf. Die sind brutal, also abartig. Ja, ich muss sagen, ich bin die, die ich hier drauf hab. Bin mir gar nicht 100% sicher. Großen Supercruiser, SP sogar. Bin ich davor nie gefahren oder noch nie gefahren. Und in der Kurve fühlen sich die ziemlich geil an. Einzigster Nachteil eben, was ich eben auch schon überlegt habe, dass es daran liegen könnte, dass die Wheels nicht so gut funktionieren, ist, dass die ziemlich weich werden und ziemlich schnell, ziemlich krass rutschen dann. Wenn du wirklich als Trail Power gibst. Ja, sollten sie aber eigentlich nicht. Also gerade die Reifen sollten das eigentlich nicht. Ja, eigentlich nicht, nein. Oh, Digga, warte. Da geht's übrigens auch zum Sörmersee, aber es ist eine andere Strecke. Ja, wir fahren, aber wir drehen um. Wir knallen einmal durch. Das ist irgendwie auch so ein Ding, dass man jedes Mal, wenn man im Tunnel ist, sein Visier dann aufmacht tatsächlich. Ja gut, ich hab's jetzt wegen Mikrofon gemacht. Also, ja, mein Mikrofon ist so abgeklebt, Digga, dass ich wahrscheinlich gar nicht mehr höre. Ah, Digga, aber die Straße taugt mir gar nicht hier. Oh. So, wir fahren. Ich zeig dir den romantischen Spot. Du bist jetzt so schlecht drauf, Digga. Ich zeig dir was richtig Romantisches, okay? Ja, pass auf. Sag mir den Spot nicht. Du fährst mir einfach mal hinterher. Und dann sagst du mir, wenn wir da sind, ob das der Spot ist, den du meinst. Okay, go for it. Ja, ist okay. Weil ich glaube, ich weiß, wo du hin willst. Ja, es gibt eigentlich nur einen richtig geilen Spot. Das Problem ist, die Sonne ist eigentlich noch zu hoch tatsächlich. Ja, wir haben ja Zeit heute. Digga, das ist die perfekte Straße für meine R1. Nicht. So. Ah, oh, okay. Ja, okay. Der Herr kennt sich aus da vorne. Hui! Wenn ich im ersten Gang fahre und ich gebe Gas und schalte dann schnell runter, dann habe ich auch Backfire. Ja, geil. Aber du hast bei deiner sowieso eher wenig, also eher weniger Backfire. Fast gar nicht, tatsächlich. So, Digga, jetzt hast du... Es ist lustig, dass alle Motorradfahrer kennen diesen gleichen Spot, Mann. Ja, ist so. Aber es ist halt... Es ist auch ziemlich scharf hier. Ja, voll entspannt. Aber ich drehe das Bike trotzdem mal schnell um wegen Fotos, Digga. Weil ich muss die Schokoladenseite zeigen, weißt du, wie ich meine? Oh, wehe, du filmst jetzt meine Stummelbeine. Nee. Kann ich zoomen automatisch? Digga, hast du trainiert? Ich gehe trainieren, ja. Ja, wir machen hier noch entspannt Fotos, würde ich sagen. Chillen ein bisschen, rauchen eine Kippe. Raucht nicht, Leute, raucht nicht. Rauchen ist für Behinderte. Disclaimer. Ja, und ich würde sagen, an der Stelle beenden wir das Video, oder? Mach mal. Ja, passt, Leute. Dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert den Kanal, folgt uns auf Instagram. Link zu unserer beider Insta ist in der Beschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Freunde. Wir sind raus.